Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich etwas Gesellschaft heute bekommen. Und das liegt daran, dass wir jetzt die Wohnung für Weihnachten schmücken. Es ist gerade Mittwoch, am Sonntag ist der erste Advent. Das heißt, ich habe mehr als lange genug gewartet. Ja, ich weiß nicht, ob man es an der Menge der Dekoartikel sehen kann. Ich bin maybe slightly obsessed. Mit Weihnachten. Genau, und ich dachte, ich begleite den Prozess einfach mal, wie ich die Wohnung für Weihnachten schmücke. Viel Spaß mit dem Video! Okay, ich hoffe, ich kriege das hier Vlog-Style hin, ohne dass es zu sehr zittert. Ich habe jetzt mal die ganzen Kisten aufgemacht, die sind so halbwegs sortiert. Ich würde sagen, ist so alles drin, was mit Licht in irgendeiner Weise zu tun hat. Das hier ist die random Deko, die irgendwo rein musste, Kiste. Meine Lieblingskiste. Das hier sind komplett alles Weihnachtskugeln, glaube ich, für den Baum. Und das hier auch. Ja, ich habe das natürlich alles nicht selbst gekauft. Ich glaube, ich habe nichts hieran selbst gekauft, außer vielleicht ein paar kleine IKEA-Sachen. Das ist alles Zeug, was meine Mom mir gegeben hat, also don't come at me. Das hier ist keine Leiche, die ich aus dem Keller geholt habe, sondern unser Weihnachtsbaum. Wir haben einen künstlichen, weil wir im vierten Stock wohnen und ich hier kein Vieh reinschleppe, was mir alles vollnadelt und dann nach einem Monat wieder rausschleppe. Genau, dann haben wir noch die Kiste, die darf permanent hier oben liegen. Da liegen jetzt unsere Adventskalender oben drauf. Hier ist auch noch allerhand Deko-Scheiß drin, der teilweise auch bis nach Weihnachten hier bleibt. Ja, und das erste Deko-Element haben wir sogar schon hier stehen. Diesen wunderschönen Kranz, der sogar Licht hat, hat uns die Mutter meines Freundes gemacht. Die macht jedes Jahr so einen Kranz. Und da wir die vorm ersten Advent nicht mehr sehen, haben wir den jetzt schon hier stehen. Da müssen noch Kerzen drauf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die nehme, die sie uns dazugegeben hat, oder ob ich noch irgendwo angefangene rumliegen habe, die man einfach nochmal benutzen kann. Ja, wenn man sich das ganze Chaos jetzt so anguckt, überlege ich gerade, wo ich am besten anfange. Normalerweise mit dem Weihnachtsbaum, weil ich da am meisten einen Plan habe, was ich tue. Also werde ich das einfach mal machen und dann umhergucken, was noch so in den Kisten liegt. Dies ist der Ort, an dem der Weihnachtsbaum bei uns normalerweise steht, weil es einfach der praktischste Ort dafür ist in der Wohnung. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal die Pflanzen hier wegstellen. Ich schwitze jetzt schon, ey. Ja, die stelle ich jetzt einfach einmal darüber. Jetzt, da die Pflanzen aus dem Weg sind, sieht man hier diesen wunderschönen Kabelsalat, deswegen kommt der Baum da auch vor, diese Box, die wir literally nie benutzen. Ist aber auch ganz gut, weil hier hinten liegt gleich eine Steckerleiste und da können wir die Millionen an Lichter anschließen, die ich gleich am Weihnachtsbaum anbringen werde. Aber erstmal holen wir den Baum selbst. Okay, puh, ich glaube, ich brauche eine Schere. Theoretisch hätte man es wahrscheinlich auch einfach aufreißen können, denn ich glaube, die Tüte können wir eh nicht nochmal benutzen.
Okay, nachdem wir das geschafft haben und uns nicht der komplette Baum auseinandergefallen ist. Wer übrigens sagt, dass künstliche Bäume nicht nadeln, der lügt einfach. Der Baum ist relativ klein, deswegen haben wir hier keinen großen Stand. Wir schieben einfach die Dinger hier unten rein. So, da steht auch schon die erste Etage. Die zweite wird einfach draufgesetzt. Und das ist der Baum. Es ist kein großer Baum. Ich hätte lieber gern einen richtig großen 1,80, 2 Meter Baum. Würde ich übel geil finden. Aber das kostet halt auch Geld. Ne? Und den hier hatte mein Freund schon in seinem Zimmer, bevor er ausgezogen ist. Und warum sollte man den dann nicht zu Genüge nutzen? Sage ich jetzt. Und dann wünsche ich mir zum Geburtstag einen Weihnachtsbaum. Naja, jedenfalls, ich weiß nicht. Man kennt heutzutage, glaube ich, wie künstliche Bäume funktionieren, oder? Also man klappt hier einfach alle Äste runter. So gut man es kann, ohne irgendwas kaputt zu... Oh, shit. Ah nee, nichts kaputt gegangen. Das ist auch eine häufige Sache, die passiert, wenn man den Baum mehrere Jahre nutzt. Man findet immer diese Kugelaufhängerteile im Baum noch wieder. Aber das ist gut, die bewahren wir gleich auf. Für später. So, jetzt ist alles schon mal erstmal irgendwie aufgeklappt. So, da haben wir unseren Baum. Von hier. Naja, der kommt jetzt hier in die Ecke und tatsächlich dekoriere ich auch nur die Seite, die hier hin zeigt normalerweise. Also, normalerweise, ja. Ich habe jetzt aber neue Kugeln von meiner Mom bekommen. Und eventuell habe ich sogar genug, um den komplett zu dekorieren. Also wir werden mal sehen. Wie sieht denn das hier jetzt so scheiße aus? So besser? Weiß ich nicht. Naja, wir gucken mal. Nächster Schritt. Habe ich ein Bild? Ich weiß es nicht. Nächster Schritt. Unsere Kugeln. Die Frage ist, war ich schlau und habe mir Lichterketten zur Seite gepackt? Hier ist auf jeden Fall eine. Die scheint auch in der Kiste. Ich frage mich, was das für eine Kiste ist. Ah, alles klar. Verstanden? Die brauchen wir nicht unbedingt. Das ist unsere Kugelkiste. Ich fange jetzt an mit den Lichtern und melde mich dann einfach wieder, wenn die Lichterkette soweit dran ist, weil ich dabei Musik hören möchte, sonst werde ich bekloppt. So, es ist sehr dunkel hier unten. Es ist auch wieder ein absoluter Scheißtag zum Film. Ich habe jetzt ungefähr eine Viertel bis halbe Stunde gebraucht, um hier die Lichterkette und die Kerzen ranzumachen. Ich musste die Kerzen auch alle nochmal abmachen und nochmal neu platzieren, weil es mir nicht gefallen hat. Es sieht jetzt noch nicht schön aus, weil noch alle Kabel überall rumhängen, also einfach ignorieren. Aber ich stecke jetzt mal das Licht rein und schau mal, wie die Sachen aussehen. Siehst du, da wird es auch gleich heller hier. So, jetzt noch die. Und dann gucken wir uns den Spaß mal an. Vielleicht Helligkeit ein bisschen runter. Ja. Ah, jetzt. Oh, sieht doch noch gar nicht so schlecht aus. Natürlich, die Kerzen sind jetzt ein bisschen
weit auseinander, obwohl es in echt gar nicht so weit aussieht wie irgendwie hier auf dem Bild. Da kommen ja aber noch die Kugeln zwischen. Ja, ich finde das ein guter Erfolg. Die Kerzen mache ich natürlich auch noch alle gerade. Die sehen noch kreuz und quer aus. Ich wollte nur mal gucken, wie es bis jetzt wirkt. Ich sehe gerade da vorne, da ist noch ein Loch. Das heißt, da versuche ich noch irgendwie so ein kleines Licht reinzupacken. Mal hier rumgucken. Ja, siehst du, da hängen noch die Kabel raus. Bisschen dumm, aber naja. Es ist ein Anfang. Jetzt kommen die Kugeln. Und zwar haben wir da sogar ein bisschen Auswahl. So, ich habe schon alles rausgeschmissen. Wir haben nämlich rosa. Und hier drin sind die Kugeln vom letzten Jahr. Das war so ein... Oh Gott, die Spitze. Oh Gott, ich hätte sie fast rausgezogen. Shit. Da ist die Spitze. Das ist so Silber, Weiß und Gold als Theme. Und ich guck mal, ob da die rosa Kugeln noch mit reinpassen, weil ich die eigentlich gerne mit am Baum haben würde. So, ich weiß nicht, ob man das auf Kamera gut sieht, weil das Licht doch sehr hell ist. Vielleicht mache ich das gleich nochmal aus. Ich habe jetzt die Kugeln dran. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich, wenn ich es mir von hier angucke, bin ich zufrieden. Es wirkt halt absolut nicht so im Handy. Eine ganz komische Einstellung. Ist das besser? Nee. Naja. Wir setzen jetzt mal die Spitze drauf. Gucken wir mal. So, das ist die Spitze. Ich hätte eigentlich gerne einen Stern als Spitze, aber ich habe keinen gefunden. Und die hier ist so halb Gold, halb Silbern. So ein ganz komisches. Die passt hier eigentlich perfekt drauf. Muss immer nur ein bisschen gerade gemacht werden. Ja. Die sind das jetzt so nah? Nein? So. Sieht jetzt dumm aus, weil es schräg ist. Aber an sich eigentlich ganz cool. Naja, ich erkläre den Weihnachtsbaum einfach erstmal für beendet, bis mein Freund nach Hause kommt und ich ihn nach seiner Meinung fragen kann. Was uns zum nächsten Projekt bringt. Und das nächste wichtige Projekt ist theoretisch, hier an dem Fenster eine Lichterkette anzubringen. Großes Problem, das Fenster führt auf unseren Balkon und es wäre natürlich absolut praktisch, wenn wir diesen Balkon auch noch benutzen könnten. Ja, deshalb habe ich gerade... I hope not. Deshalb kann ich das nicht festkleben. Und ich habe mir jetzt jedes Jahr irgendwie eine andere neue fantastische Konstruktion ausgedacht. Und eigentlich hätte ich gern so einen Lichtervorhang. Mal gucken, ob ich mir noch einen bestelle. Aber ich glaube, ich bastel mir jetzt einfach einen eigenen Lichtervorhang. Ja, und versucht das Ganze ohne Löcher in die Wand zu machen. Mal gucken, ob das klappt. Alles klar. Ich habe meinen Stuhl, einen Haufen Saugnäpfe, Klebeband und eine Schere, weil die alleine nicht halten. Und mit dem Biest hier haben wir es zu tun. Da ich wahrscheinlich Jahre brauche, um die richtigen Abstände auszumessen, melde ich mich wieder, sobald ich hier irgendwas vollbracht habe. Idee, ich habe so Kreppband. Normalerweise klebe ich halt immer 5 so Klebestreifen pro, wie heißt das Ding, Saugnapf. Aber ich versuche jetzt einfach mal eine Reihe Kreppband zu kleben und hoffe, dass es dann hält. Es sieht zwar dann dumm aus, aber theoretisch habe ich im Winter sowieso immer die halb durchsichtigen Vorhänge vor, dann sollte das nicht mehr zu sehen sein. Let's go!
nicht nachmachen. Stellt euch, wenn ihr eine Leiter habt, nicht auf so einen Kack-Ikea-Hocker. Ich bin einmal nicht mal wirklich vom Hocker gefallen, sondern der ist mir beim Absteigen irgendwie weggerutscht. Und ich hatte ungelogen ein Jahr lang einen blauen Fleck am großen Zeh und irgendwie so einen Monat hier so ein prachtvolles Ding, wo mich ein Bein getroffen hat. Also ja, aber ich habe keine Leiter. Deswegen riskiere ich mein Leben. Also ich war nicht, ich dachte nicht, dass es so gut aussieht. Ich war bereit, nochmal alles umzuändern, weil eigentlich ist die Kette nicht lang genug. Theoretisch müsste links nochmal einen Streifen runtergehen, aber mich stört es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich lasse es so. Also falls ihr keinen Lichtervorhang habt, aber gern die Optik eines Lichtervorhangs hättest, ich kann nicht mehr reden, ich kann auch nicht mehr denken, ich habe Hunger. Ja, ist eine gute Alternative. Ich mache mal das Licht wieder an, zeige euch mal, was ich gemacht habe. Also, es sieht natürlich nicht halb so schön aus, wenn der Vorhang offen ist. Das liegt aber auch an den schwarzen Lichtern, oder grün, ich weiß gar nicht, was es ist, die ich habe. Don't mind my neighborhood. Ich habe jetzt quasi hier diese Saugnäpfe. Interessante Frage, leckt ihr Saugnäpfe an, bevor ihr sie an die Wand tut? Weil ich das als Trick gelernt habe. Und vielleicht habe ich es getan und vielleicht hatte ich danach irgendwas im Mund, was nach Sand geschmeckt hat. Aber ja, würde mich mal interessieren, ob das meine verkorkste Familie ist oder ob das auch andere Leute machen. Jedenfalls habe ich das dann hier wie so eine Kette halt so lang gesponnen. Ich hätte theoretisch den in der Mitte auch weglassen können und einfach die quasi weiter auseinander. Besser. Dann hätte ich hier nicht so zwei direkt nebeneinander gehabt, aber
Ja, und wie gesagt, hier müsste es eigentlich noch einmal hier runterlaufen. Das hat jetzt nicht geklappt, aber ich glaube, das ist mir eigentlich relativ egal und ich werde es nicht nochmal komplett dafür ändern. Ja, und habe jetzt mein zweites Projekt fertig. Bin ganz zufrieden. Ich habe natürlich immer noch Kisten voll mit irgendwelchem Zeug. Ich gucke mal, ob ich nachher nochmal Lust habe, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Ansonsten mache ich einfach morgen mit dem Dekorieren weiter. Aber ich finde, guter Anfang. So, wir kommen zu Tag 2 der Weihnachtsdeko-Aktion. Heute, nachdem wir die großen Sachen, Weihnachtsbaum und Lichterkette, die man jetzt so halbwegs erkennt, aus dem Weg haben, beschäftigen wir uns mit dem Rest der Deko. Ich habe hier auf dem Sofa schon mal ein paar Sachen rausgesucht und die komplette Kiste hier ist auch noch voll mit Deko. Und ja, das verteilen wir jetzt hier ein bisschen im Zimmer. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich kann ja mal einen kleinen Überblick geben. Also diesen Stern, der ist von Ikea, so ein ganz normaler Weihnachtsstern. Da macht man theoretisch hier eine Glühbirne oder sowas rein. Entschuldigt meine Socken. Da habe ich einfach so eine Lichterkette drumherum geschwungen. Wisst schon. Und hänge den dann immer in... Ja, mal gucken, wie ordentlich die Küche jetzt ist. In die Küche da hinten. Oh Gott. In die Küche da hinten. Ins Fenster. Genau. Das wird also heute noch passieren. Ich würde viel lieber diese Glocke hier ins Küchenfenster hängen. Die hatte ich nämlich früher immer in meinem Kinderzimmer zu hängen. Aber leider haben wir nirgendwo in der Nähe des Fensters eine Steckdose, wo wir die reinstecken können. Deswegen Weihnachtsstern. Dann haben wir hier noch diverse Lichterketten. Hier diesen komischen Drahtding. Wenn das noch funktioniert, das muss ich erstmal gucken. Ich muss auch erstmal gucken, ob ich noch Batterien habe. Ansonsten kaufen wir heute noch welche. Würde ich gern um diesen Kranz versuchen zu wickeln. Hier will ich auch diese komische rote Schleife abmachen. Die hat, glaube ich, ihre besten Tage hinter sich. Aber ich muss mal schauen, was ich ersatzweise für Geschenkband-ähnliche Sachen habe. Hier noch so ein paar Kugeln. Die passen farblich ganz gut zu den rosanen am Weihnachtsbaum. Das hier ist aus Orangenschale gebastelt. So ein paar Formen. Kann man noch ganz gut aufhängen. Dann habe ich hier, ich weiß nicht, es gab mal so eine Phase, wo diese Ikea-Rahmen, ich glaube, die heißen die Ribber oder bilde ich mir das ein? Wo das so ein ganz großes Ding war. Deswegen habe ich hiervon auch zwei. Einmal mit passenden Weihnachtskugeln zum Baum und hier sind nochmal die Rosatöne drin. Die stelle ich also auch noch irgendwo hin und dann haben wir diese komplette Kiste voll mit Zeug. Hier müsste eine ganze Tüte... Ah, da ist sogar noch eine Kerze drin. Interesting. Mit so einem Tablett drin sein, wo auch nochmal ein Haufen Schnickschnack draufkommt, wie in dem Rahmen hier. Genau. Ansonsten so X-Miss-Buchstaben, eine Tischdecke, hier noch... Die müssen auch immer aufgestellt werden. Das sind so zwei Bäume aus Holz und... Ja, klar, sind ja auch Bäume. Und so ein Elch, der sich noch irgendwo versteckt. Und die standen bei mir zu Hause, als ich klein war, wirklich jedes Jahr. Also ich kenne nichts anderes als diese Weihnachts-Winter-Deko. Deswegen stelle ich die gern hier in der Wohnung auch immer irgendwo hin. Genau, und jetzt, ich fange einfach mal an, das Ding durchzugucken. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie nebenbei was filme. Ansonsten zeige ich euch dann das Endergebnis. Thank you.
So, seitdem ich geschmückt habe, sind ein paar Tage vergangen. Es war inzwischen auch der erste Advent und heute ist tatsächlich der 1. Dezember. Und ja, jetzt kommt die Roomtour. Das ist die Tür zu unserem Wohnzimmer. Und wenn man die aufmacht, sieht es erstmal so aus. Ein Teil habt ihr ja schon gesehen in der Vorbereitung. Genau, das hier, oh Gott, jetzt sieht man meinen Schatten, naja, habe ich noch zusammengebastelt aus ganz viel Zeug, was meine Mom hatte hier, so alles mögliche, so Tannenzapfen, so kleine goldene, oh Gott, da rollt schon das nächste, kleine goldene Sterne, kleine Kugeln, Nüsse und Kerzen, die zünde ich aber, nicht an, weil mir das hier alles ein bisschen zu dicht ist mit diesem, was auch immer das hier sein soll. Deswegen, ja, bleibt das einfach so. Genau. Dann haben wir hier oben die Ecke. Es ist jetzt dunkel, damit ich euch die Lichter gut zeigen kann. Das heißt natürlich aber auch, dass die Qualität ein bisschen kacke ist. Ja, genau, hier liegen so Glaskugeln. Ich hatte gehofft, dass diese unechten Teelichter von IKEA hier reinpassen. Natürlich tun sie das nicht. Aber ich habe auch keine anderen Teelichter, also bleiben die da einfach drin. Genau, hier stehen unsere Adventskalender, einmal so Tee-Adventskalender und da hinten einer von IKEA. Das hier ist der Gute, der seit ich denken kann bei uns im Haus stand, den ich jetzt übernommen habe. Genau, ich zeig nochmal, so sieht das dann insgesamt aus. Dann hier auf unserem Sofatisch steht das Adventsgesteck, da jetzt der erste Advent schon war, durften wir auch jetzt endlich eine Kerze anzünden. Genau, dann hier mein mehr oder weniger self-made Lichtervorhang. Leider verdrehen sich die immer noch, sonst würde es noch ein bisschen schöner aussehen. Aber ich finde, dafür, dass es selbst gemacht ist, sieht es schon ganz schön gut aus. Dann hier der Weihnachtsbaum. Hier liegen inzwischen auch schon ein paar Geschenke drunter. Oh Gott, hier die Müllecke mal verstecken. Genau, weil ich packe meist Geschenke, sobald ich sie kaufe, ein. Und dann kann man die nämlich auch super als Deko benutzen. Wir haben dieses Jahr Geschenkpapier von IKEA und ja, dann liegen die hier halt so rum. Genau, das ist dann unser Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, ob man, wenn ich das ein bisschen dunkler stelle. Ja, passt schon. Weihnachtsbaum. Dann hier an meinem Schreibtisch habe ich noch, jetzt reflektiert die Lampe da so gut, gucken wir mal so. Hier noch ein paar kleine Sachen, hier habe ich auch einfach nur so eine Lichterkette, die aus so Bällen besteht, irgendwie versucht reinzumachen, dass es einigermaßen cool aussieht. Hier ist einfach so random Zeug drin. Genau, ja, die Kerze spielt immer verrückt, ich weiß nicht, was da los ist, die hat so ein Holz, wie heißt denn das? Naja, das Ding, was brennt, ist aus Holz und ja, irgendwie mag das Feuer das gerne. Ich weiß auch nicht. Und das Bücherregal hier war schon relativ voll. Deswegen ist jetzt nur noch das dazu gekommen. Das brennt ein bisschen traurig, ich weiß nicht. Ich hoffe, das fängt sich noch, aber ich werde das, denke ich, auch nicht so oft anmachen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es dann hier oben irgendwie rußig wird oder an die Bücher kommt oder irgendwas. Deswegen, ja. Genau, ich mach mal das Licht aus. So sieht das Ganze dann im Dunkeln aus und ich finde es echt schön und gemütlich und ich brauche abends auch eigentlich gar kein anderes Licht mehr anmachen, wenn ich am PC Aufgaben mache oder so. Ja, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf YouTube ein Abo dalasst oder mal auf Instagram und TikTok vorbeischaut und damit bis zum nächsten Video. Adios!